Guten Morgen YouTube und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf Autoheinz. Ich sitze immer noch an meinem Wohnwagen und freue mich des Lebens. Hab mir gerade in meinem letzten Video einen schönen Kaffee gekocht. Für dieses Video, denn ich wusste ganz genau, dass das ein bisschen länger dauern wird. Wir haben nämlich ein ganz besonderes Thema. Und zwar geht es um die Top 3 meiner Taschenlampen 2018. Also, welche Taschenlampen habe ich am meisten benutzt 2018? Welche Taschenlampen halte ich persönlich für sehr, sehr zuverlässig 2018? Und welche möchte ich euch gerne nochmal mit an die Hand geben, weil ich bin der Meinung, die sind ihr Geld wert. So, und dann fangen wir einfach direkt mal ganz locker flockig an. Und zwar sofort mit einem echten Knaller, wie ich finde. Und zwar ist das hier die Phoenix CL05. Betrieben durch eine AAA-Batterie, also durch eine AAA-Batterie, ist dieses Teil keine Taschenlampe, so wie man sich das als Taschenlampe vorstellt, sondern eher eine Notleuchte oder Campinglicht, ja, für ins Zelt oder so auf einer Wanderung. Die hält erstens super lange durch, zweitens könnt ihr sie vielseitig einsetzen, werde ich euch gleich zeigen, und drittens ist sie einfach durch diese AAA-Batterie super unabhängig. Ihr braucht keine Ladegeräte, ihr müsst einfach nur ein paar Batterien euch hinten in den Rucksack schmeißen und ihr seid echt immer auf der sicheren Seite. Angemacht wird das ganze Ding eben halt so, ja, und jetzt leuchtet die schon auf der schwächsten Stufe. Das sind irgendwie ein Lumen oder so, das ist wirklich gar nicht viel, aber so leuchtet die über eine Woche mit einer Batterie. Wenn ihr jetzt die Lampe ausdreht und wieder andreht, dann habt ihr sofort die hellste Stufe bei weißem Licht. Das ist auch nicht viel. Das sind so 70, 80 Lumen ungefähr. Ich weiß es nicht gerade ganz genau. Ich werde euch das einfach nachher in die Beschreibung reinsetzen, ja, die Lumenanzahl. Wenn es stockduster ist, ist das ein sehr schönes Rundumlicht, ja? Im Zelt oder direkt bei euch, wenn ihr irgendwas anleuchten wollt oder so, reicht das Ding. Ja? Nur ihr müsst euch halt vorstellen, aufgrund der Machart und des vom Diffuser her, ist es eben Licht, was weich zu den Seiten streut und nicht so einen Spot hat. Ein richtig cooles Teil. So, und dann kommen die nächsten Sachen. Ihr habt jetzt einmal rotes Dauerlicht und rotes Blinklicht. Das kommt nicht so gut rüber, aber es ist so. Die sind sehr, sehr hell. Das Dauerlicht ist gut, wenn ihr nachts im Wald unterwegs seid und ihr wollt gar nicht auffallen. Wenn sich eure Augen daran gewöhnt haben, dann könnt ihr mit dem roten Licht wirklich sehr, sehr gut durch den Wald laufen. Und das SOS-Licht oder ne, diese Leuchte, das ist... blinkt jetzt nicht SOS, das blinkt dauerhaft. Ist auch einfach cool, also ich hänge mir das Teil mit einem roten Dauerlicht oder Blinklicht auch einfach hinten am Rücken auf den Rucksack dran, damit ich gesehen werde, ne? Wenn ich über die Straßen gehe oder so. So, ich muss eben wieder durchschalten. Es geht also immer hier mit dieser Drehoption. Jetzt habt ihr grünes Dauerlicht und grünes Blinklicht. Finde ich einfach eine super coole Sache, um auf sich aufmerksam zu machen, ne? Oder zu signalisieren, abzusprechen. Wenn es grün blinkt, dann ist alles in Ordnung, dann kannst du kommen. Wenn es rot blinkt, bleib bloß da, ich komme wieder zurück oder so. Es ist schon so die Möglichkeit, denke ich, um damit auf einfachste Art und Weise mit jemand anderem zu kommunizieren, der gleich ausgestattet ist. Finde ich eine super coole Geschichte, war überhaupt nicht teuer, die Phoenix CL05, meine erste Top-Lampe aus dem Jahr 2018, die ich übrigens auch dauerhaft dabei habe im Rucksack. Die nächste
ist tatsächlich noch eine Nummer kleiner. Und sie steht nicht nur für sich als Modell, sondern auch für den etwas größeren Bruder, der demnächst bei mir einlaufen wird. Ich erkläre euch auch warum. Das hier ist die Olight S1 Barton Mini. Eine sehr, sehr coole Lampe. Ihr habt hier eine Maximalleistung von 600 Lumen, was ich unglaublich finde für so einen kleinen Zwerg. Das Teil lag bei mir, und das ist kein Witz, das habe ich im Review erzählt. Da habe ich mal vor kurzem ein Video zugemacht, vor ein paar Monaten. Das lag bei mir 3 Monate im Garten rum. Meine Kinder hatten damit rumgespielt, ne? Wie das halt so ist. Ne? Mit Papas Sachen rumspielen ist auch überhaupt nicht schlimm. Hatten damit rumgespielt und hatten das draußen liegen lassen. Ich bin da nicht sofort hinterher, habe das nicht gemerkt und so weiter und so fort. Und dann ist es eben halt passiert. Das sind die Lichtmodi, die das durchschaltet, ne? So, dann war es passiert, das Ding lag draußen rum. 3 Monate lang irgendwo im Garten im Dreck. Frau hat es dann wieder gefunden, als sie irgendwann mal so, keine Ahnung, hinter den Büschen sauber gemacht hat oder so. Da hat sie die wieder gefunden, die war total verschlammt, aber ich habe die sauber gemacht, da war nichts dran. Die Batterie, immer noch die erste, vollkommen intakt, da ist gar nichts mit passiert. Bei Wind und Wetter lag die 3 Monate lang draußen und da ist nichts mit, gar nichts. Also wirklich, ganz ehrlich Leute, ein Spitzenprodukt. Ich weiß, die kostet 50 Euro. Im Moment, jetzt um die Weihnachtszeit rum, haben die ja alle zwischendurch mal so Special-Preise. Achtet da drauf. Ich habe mir nämlich jetzt den größeren Bruder bestellt, der nicht mit so einer kleinen Zwergenbatterie auskommt, sondern der eben halt auch mit einer normalen AA-Batterie betrieben werden kann oder mit einem 14.500er Akku. Aus dem Grund, weil eben eine normale AA-Batterie für mich noch reizvoller ist, weil die dann einfach deutlich unabhängiger einsetzbar ist. Trotzdem, cooles System und ihr braucht keine Ladestation mehr, denn Olight ist so schlau und die verbauen jetzt in ihrem Akku direkt das Ladegerät, über Micro-USB aufladbar, an jeder Powerbank, überall wo ihr da Strom ziehen könnt, kriegt ihr das Teil innerhalb von einer Stunde komplett geladen und fertig. Eine richtig coole Geschichte. Und das Ding verschwindet wirklich überall. In jeder kleinsten Hosentasche hat das Platz. Ihr seht das an mir. Das ist mein Daumen. Das ist die Olight S1 Barton Mini. Das Ding ist wirklich, das ist mein kleiner Finger. Das Ding ist wirklich winzig. Ja? Und ein echter Leuchtzwerg, ein Monster. Richtig coole Sache. Gibt eine absolute Empfehlung. Das Einzige, was ich der Firma Olight noch mal gerne ans Herz legen würde, macht diesen hässlichen Clip hier vorne weg und packt den euch hinten drauf. So wie bei jedem anderen Hersteller auch. Ich weiß, es gibt da ein tolles Feature, dass man sich das Ding praktisch hier als Stirnlampe an die Cap machen kann, aber verzichtet darauf, denn dieser Clip hier vorne, mich persönlich stört er total. Trotzdem, cooles Produkt. Top 2, meine zweite coole Lampe aus dem Jahre 2018. Ist übrigens nicht so erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, sondern die sind alle drei gleichberechtigt auf einer Stufe. Wow. Also aufwärmen ist wirklich gleich mal angesagt. Ich verziehe mich gleich mal nach drinnen und schmeiße das Öfchen an. Ja, ihr werdet euch wundern, Öfchen, genau da hinten drin ist natürlich kein Holzkohleofen, sondern da ist eine Elektroheizung drin. Das Teil ist bei mir an den Strom angeschlossen da vorne. Die dritte Lampe ist, also jetzt hatten wir ja ne, so eine Art Campinglampe, wenn man so will, Notfallleuchte. Wir hatten eine richtige Taschenlampe, auch wenn sie sehr, sehr klein ist. Und die dritte Lampe ist jetzt keine Taschenlampe, sondern eine Stirnlampe. Versteht ihr? Ich habe dann so ein Dreier-Set. Das ist das, was ich wirklich auch dauerhaft im Einsatz habe. Immer, 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 immer. Bei Hundespaziergängen, jeder Wanderung, jedem Lauf, alles, was ich so draußen mache.
So, und das Ding hat sich einfach bewährt. Ist wieder eine andere Marke. Was ich auch total lustig finde, dass ich nicht drei Produkte von derselben Marke habe, sondern drei unterschiedliche. Phoenix, Olight und True Night. Das ist die True Night TH20. Und das ist ein Vollmetall-Stirnlämpchen. Wird angetrieben über eine ganz simple, einfache AA-Batterie. Ihr merkt also anhand des Videos, dass ich da wirklich drauf bedacht bin. Das ist jetzt ein Akku, ne? Dass ich da wirklich drauf bedacht bin, dass das Ganze immer wirklich auch im Notfall durch alle möglichen Sachen betrieben werden kann. Deswegen, das ist der einzige Grund, fällt diese Lampe so ein klitzekleines bisschen raus, weil ich die immer wieder zumindest mit einer Powerbank, die ich mitschleppen muss, aufladen kann. Aber die Powerbank habe ich für mein Handy eh dabei, deswegen hat die immer noch ihre Berechtigung. So. Kommen wir aber zur True Night. Ist kein Lumenmonster, muss es auch nicht sein. Dafür hält die super lange durch. Wie gesagt, ich packe euch die kleinen Einzelbeschreibungen nachher in die Videobeschreibung, nicht mehr ans Video oder ins Video rein. Das ist mir alles viel zu kompliziert. In die Videobeschreibung viel einfacher für euch und für mich auch. Passt wunderbar. Ja, ihr könnt es über der Mütze, auf der Mütze tragen. Ich finde, ich sehe jetzt besonders hübsch aus für euch. Und es kann genau zwei Sachen. Ihr könnt sie einschalten über den Druckknopf, der hier an der Seite ist. Jetzt ist sie eingeschaltet. Ihr könnt sie so hoch und runter drehen, ne? Dann ist mein Gesicht auch nachts total schön beleuchtet, wenn ich mal ein Video für euch drehe. Das ist alles, also hier ist kein Ratatatatata drin, sondern das ist, das zeige ich euch gleich von Namen, das ist halt durch so ein Gummi gehalten. Das leiert auch nicht aus. Und ihr könnt sie ausmachen. Es gibt hier kein... Doch, gibt's wohl. Das ist ein Doppelklick gewesen. Und jetzt sagt euch die Lampe gerade, dass sie euch unglaublich lieb hat und mit euch gerne ein Abendessen haben möchte. Nein, SOS natürlich, ne? Ein SOS-Licht für den Notfall, ob man es braucht oder nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es noch nicht mal mehr gewusst, dass ich das habe. Weil das... Und das reicht mir an. Dann ist die Power, die die Lampe hat, da. Keine 40 Leuchtmodis, keine drei Stufen, die ich mit kompliziertesten Klickmanövern durchspielen muss, sondern einfach nur an, aus. Fertig, aus. Und das Ding, aufgrund, dass es eben nicht so viel Lumen hat, was, ich weiß nicht, zwischen 80 und 120, keine Ahnung, es hält lange, ne? Mit einer richtig guten Batterie, mit einem sehr, sehr tollen Akku, ne? Ich habe es noch nicht mit einem fetten Akku, Lithium-Akku ausprobiert, hält die einfach lange, die leuchtet lange. Das Band ist richtig schön stabil und gut tragbar. Ihr habt hier so eine Gummimanschette, wo die drin sitzt. Das heißt, ihr könnt das Ding auch rausnehmen und als Taschenlampe so benutzen, wenn ihr das wollt. Obwohl, da gibt es, glaube ich, bessere Modelle. Aber was ich hier nochmal erwähnen möchte, ist, das Teil ist hier nochmal eben mit Hilfe von dem Band so ein bisschen gepolstert. Das heißt, ihr holt euch hier keine fiesen Druckstellen. Sehr gutes Produkt. Gut durchdacht. Hat bis jetzt alles mitgemacht bei allen Temperaturen. Tags, nachts, egal was. Kann ich uneingeschränkt empfehlen, ehrlich. Die True Night TH20. Cooles Teil. So, und das war's auch jetzt schon. Boah, weil mir friert echt alles ab. Ich muss einfach jetzt wieder in die Hütte. Geht nicht anders. Jetzt hier so im Winter Videos für euch produzieren, ist eine körperliche Höchstleistung für mich. Egal, interessiert euch ja nicht. Das waren meine Top 3 Taschenlampen aus dem Jahre 2018. Nochmal in aller Kürze. Die Phoenix CL05, die Olight S1 Barton Mini und die True Night TH20.
drei wirklich richtig gute Lampen für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten und bekommen einen absoluten Daumen hoch vom Outdoor Heinz. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Macht das, was ihr macht, immer mit ganz viel Spaß und wir sehen uns wieder beim nächsten Video hier auf meinem Kanal. Ciao, Leute.